Aber ist es dir schon mal passiert, dass ein Hund weggelaufen ist? Das ist mir schon mal passiert. Das war auf jeden Fall der schrecklichste Tag meines Lebens. Ich treffe heute Alex. Er ist professioneller Dogwalker. Das heißt, sein Job ist es, mit Hunden Gassi zu gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Fulltime-Job ist. Man muss auf so viele Sachen achten. Samba! Und Kopf! Und mich interessiert, wessen Hunde er ausführt. Und vielleicht lerne ich auch ein bisschen was über den Umgang mit Hunden, weil ich hätte nämlich auch gern mal einen. Eure Fragen sind wie immer mit dabei. Willkommen bei Follow Me Reports. Hi. Freut mich. Oh, ja. Hi. Alles gut? Ja, bei dir ja. auch? Ja. Erzähl mal, Alex, du bist Dogwalker. Ich bin Dogwalker. Genau? Ja, ich führe Hunde aus. Mhm. Das heißt, ich hole die Hunde von zu Hause ab und dann gehen wir zusammen gemeinsam in Grunewald oder in ein Auslaufgebiet und dann gehen wir halt sozusagen spazieren. Du wirst auch ein paar Aufgaben bekommen und dann cool. Wirst du mal sehen, so wie das so, cool. So läuft. Dann los geht's. Wie bist du zum Dogwalking gekommen? Ja, es war vor ungefähr 12 Jahren. Da war ich im Grunewald, da in diesem Auslaufgebiet, wo wir jetzt auch heute auch hinfahren. Und ich war mit meinem eigenen Hund unterwegs. Ich glaube, es waren 300 Hunde, die auf einmal da waren. Und wow. Dann haben wir uns gedacht, okay, was machen die Hunde von Montag bis Freitag, wenn es sozusagen normale Jobtag ist? Wer geht mit denen spazieren? Und so kam die Idee. Wer ist wir? Meine damalige Partnerin. Ja, wir haben eine Anzeige geschaltet und nach ein paar Tagen hatten wir schon 3 Hunde ungefähr. Und so hat es angefangen. Wie viele sind es jetzt? Heute werden 12 sein. Die Genehmigung, die ich auch habe, die sind für 15 Hunde. Also man braucht eine Genehmigung, um ja, das zu machen? Ja, wenn du mehr als 4 Hunde betreust, musst du eine Genehmigung beantragen. Du musst eine praktische und eine theoretische Prüfung ablegen. Was musst du da machen? Einfach? Ja, in der Theorie natürlich sehr viele Fragen um den Hund beantworten. Und in der Praxis wird jemand vom Veterinäramt mit dir mitkommen. Und dann schaue ich halt sozusagen, wie du halt mit dem Hund umgehst. Eigentlich so, wie du heute das was ich heute auch miterlebe. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt als erstes zu... Zu Lucky. Der Zeitplan ist eigentlich, wir sind schon zu spät. Okay. Dann lass uns fahren. Los geht's. Also wenn man sich hier reinsetzt, dann riecht man auf jeden Fall Hunde. So. Ich habe so gedacht, ja, Dogwalker, sowas macht man vielleicht neben dem Studium, so als Nebenjob oder so, ne? Es hat so angefangen. Ich muss auch sagen, die Mitarbeiter kamen jetzt vor maximal 2 Jahren. Ah, du hast auch Mitarbeiter mittlerweile schon? Ja. Und treffen wir die heute auch noch? Ja. Ach, der wartet ja schon. Ach, super. Der Lucky hat das Auto gesehen, jetzt rastet er gleich aus. Oh. Hi. Ja, hallo, jetzt kommt er auch zu dir. Jetzt. Hallo. Okay. Das machen wir jetzt noch 11 Mal. Ups. Was sind das denn für Leute? Das ist unterschiedlich. Warum buchen die euch? Ich glaube, der Hauptgrund ist natürlich, dass die jetzt nicht zu viel Zeit am Nachmittag vielleicht haben. Der zweite Grund wäre natürlich, dass der Hund auch Kontakt zu anderen Hunden hat. Hast du eine gute Beziehung auch mit den Besitzern eigentlich? Ja, schon. Super. Ich muss auch sagen, ich verstehe mich mit allem sehr, sehr gut. Oh, hallo Lilly. Hallo Lilly, du schöner Hund. Seit wann seid ihr bei Alex? Wir seit einem halben Jahr. Ewigkeiten, also schon 4, 5 Jahre. War das so, dass du gesagt hast, ich habe einfach nicht genug Zeit für Lilly? Also sie ist Straßenhund, also sie kommt aus Russland und wir wollten einfach, dass sie ein bisschen mehr Hundekontakt bekommt und nicht nur die ganze Zeit zu Hause ist. Also wir sind mit ihr ganz viel draußen, aber wir brauchen das einfach. Also ich kann nicht jeden Tag in den Forst oder in Grünewald fahren. Wir hatten gerade das Thema, dass Pauli größer geworden ist, als wir eigentlich dachten und irgendwie hatte ich mir das einfacher vorgestellt mit Homeoffice und Hund großziehen und dann habe ich festgestellt, ich schaffe das alleine nicht und das ist schwierig im Moment Dogwalker zu finden, weil natürlich so viele Corona-Hunde da sind. Gut, dann gehen wir. Wie viel kostet euer Service denn? Es kommt darauf an, wie oft in der Woche der Hund mitkommt. Im Prinzip zwischen 25 und 30 Euro pro Tag. Wer bist du denn? Ja, genau das nicht tun. Lass nicht schau mich an erstmal, lass den erstmal sozusagen. Ja, genau. Okay. Jetzt kannst du den anfassen. Jetzt zum Beispiel hat er sich dir gedreht. Und wer ist es? Das ist Walter. Das ist der Hallo, auf dem Auto Walter. Ist. Ah, wir hatten den Benner seinen Hund in meiner Familie. So, wir packen den ins Auto, sonst kommen wir noch später. Okay. Los geht's. Und hast du auch eigene Hunde? Jetzt nicht mehr. Mein eigener Hund ist verstorben. Mhm.
der Cookie. Jetzt sind wir bei dem nächsten Hund. Mhm. Die sind nicht da. Ja, wir hast du könnten, Schlüssel? Oder? Ja, ich habe natürlich einen Schlüssel. Ah, okay. Wo ist der Schlüssel? Ah, jetzt. Also es macht ja eigentlich total Sinn, dass man die Hunde erstmal einsammeln muss, aber dass einem das am Tag so 2 Stündchen schon kostet, da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Wieder nicht gucken, ne? Man kann natürlich halt schon anschauen. Okay. Jetzt geh mal runter zu ihm. Ja? Oh, ja, hallo Basti. Ja, oh, wie cute ist denn Basti, ja, bitte? Ja, sehr süß. Eho. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen wie ein Kindergarten. Ja. Ich bin halt ein Betreuer. Ja. Ich habe meine Gruppe und dann versuche ich natürlich die ganze gute Manieren denen beizubringen, dass die also Etikette. Genau, wenn einer ein Spielzeug oder eine Ressource hat, natürlich wollen die anderen das auch haben und dann man muss natürlich das auch wieder, nee, das geht nicht. Ja. Entweder alle oder keine so ungefähr. Walter, lass die Nase da weg. Samba war jetzt vor 4 Wochen oder 5 Wochen war sie läufig. Jetzt merke ich gerade, dass Walter immer noch interessiert an ihr ist. Ja, das finden sie natürlich nicht so doll. Und ich finde das persönlich auch nicht so schön. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, wie es im Wald so aussieht. Mhm. Das passiert auch ab und zu, dass zum Beispiel Hunde absagen, weil die halt krank sind oder läufig oder Beginn der Läufigkeit. Und da nehmen wir die Hunde auf jeden Fall nicht mit. Dann nehme ich Pauli zuerst raus. Mhm. Erstmal die ersten 10 Minuten. 15, am besten die Hunde ignorieren, nicht anschauen, ansprechen oder irgendwie versuchen, die ganze Zeit die zu streicheln. Sondern erstmal, die müssen sich halt ein bisschen an dich gewöhnen. Ich gebe dir auch einen Leckerli-Beutel mit. So, dann vielleicht kannst du die mal ein bisschen mal belohnen. Aber ich sage dann wann. Okay. Ich habe auch so einen Gurt. Dann kann ich die Hunde sozusagen, ohne dass ich meine Hände nutze, dann sozusagen direkt an der Gurt dran machen. Falls was passieren würde, okay, wie zum Beispiel sich halt verlaufen oder sowas in der Art, bekommen die eine Marke. So mit der Telefonnummer, dass die alle gesichert sind. Aber ist es dir schon mal passiert, dass ein Hund weggelaufen ist? Das ist mir schon mal passiert. Leider hier beim Grunewald ist ein Sprengungsplatz und dann hat es geknallt und dann war sie weg. Das war auf jeden Fall der schrecklichste Tag meines Lebens, weil ich wusste gar nicht, wo der Hund ist. Ja. Und jetzt weiß ich halt von vornherein, wenn ein Hund sozusagen ein Problem mit Geräuschen hat, dann weiß ich es. Dann frage ich auch bei dem, es gibt ein Formular, den ich immer abgebe, und dann stehen da Sachen, die halt wichtig sind für den Walk. Okay, dann gebe ich dir jetzt auch einen Hund. Sehr okay. Oder ich gebe dir Cooper und Lili an der gleichen Leine. Besser nicht die Leine so, als ob du in einem Boxkampf jetzt anfängst, sondern einfach locker, du musst locker sein, entspannt. Und das überträgst du auch das direkt auf die Hunde. Vielleicht gebe ich dir noch 2 Hunde, so kleine Hunde. Du kriegst immer die kleinen. Einfach versuch mal eine links, eine rechts oder 2 links, eine rechts. Also mehr als 4 Hunde könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee, guck mal, das ist so geil. Umgeben von Hunden. Krass, was du da leistest, so viele Hunde auf einmal einfach zu führen. Ja. Eine Frage, die aus unserer Community kam, war, ob der Job manchmal belächelt wird von anderen. Der Job wird halt eher nicht ernst genommen oder man denkt, dass es halt eher so viel einfacher ist. Man muss auf so viele Sachen achten, auf so viele... Pico? Auf so viele Hunde eingehen, ist nicht nur spazieren gehen. Wenn du möchtest, du kannst hier schon mal Basti befreien. Mhm. Gehe ich runter auch zu ihm? Genau, und dann, aber lass den nicht sofort weggehen. Und dann sagst du okay. 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 So, sit. Oder wie gemacht? Sit. Okay. Aha. Ja, Freddy ist... Ja, ist wild. Genau, Freddy ist wild. Warte. Bleib. Genau. Aha. Jetzt kommt er zu mir. Und, wie läuft's? Ja, super. Macht Spaß. Es fühlt sich auch ein bisschen wirklich an, wie im Kindergarten Lucky zu sein. Hör mal jetzt auf. Einziger Stressfaktor, was wir gerade jetzt hier haben, ist, dass Samba noch riecht. Weil das richtig nicht interessiert. Wenn ich versuche, mit ihm in Kontakt zu kommen. Er reagiert nicht. Ja. Das ist so. Das heißt, eine von denen muss irgendwie, wir müssen uns abtrennen. Alex ist jetzt mal kurz weg, um Walter schnell zu einem Kollegen zu bringen, damit wir es ein bisschen entspannter haben und die Hunde es auch entspannter haben. Gibt es noch einen anderen Grund dafür, dass wir hier im Wald sind, außer dass es hier natürlich viel schöner ist? Der wichtigste Grund ist, dass die Hunde hier auch frei laufen dürfen. Ah, okay. Das heißt, hier ist ein Auslaufgebiet, hier dürfen die ohne Leine laufen. Fändet ihr es eigentlich total schön, von so vielen Hunden umgeben zu sein, oder wäre das gar nichts für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist dein Mitarbeiter. Ja. Hi! Ist das so, dass ihr euch immer trefft, auch auf dem Weg? Ja, ab und zu. Ich bin Hanna. Hi. Ja, ich bin Hanna. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung an dem Job? Dass wenn irgendwas außer Kontrolle gerät, dass man halt die Nerven behält. Wenn mal einer abhaut zum Beispiel? Ja, genau. Oder wenn mehrere gleichzeitig spielen oder so, ja, und dann ein Riesenchaos entsteht. Ja. Erstmal veranstalten wir so ein Mini-Suchspiel. Samba, kannst du da bleiben. Komm hier. Sitz. Lili, warte.
Samba. So, geh mal wieder zurück und sitzen. Und komm. Oh ja. Dann fangen die halt zu suchen. Es macht Spaß. Was ich halt manchmal mache, um die Hunde zu beschäftigen, ist halt Leckerlis in der Baumrinde zu verstecken. Genau, das kannst du mal mit Mara machen. Genau, irgendwo da reinklemmen. So? So ist gut, ja. Okay. Und dann kannst du okay sagen und dann sucht sie. Okay. Oh, super. Voll. Genau. Wofür macht man solche Spiele? Manchen Hunden, denen reicht das halt nicht, wenn die nur ein bisschen spazieren gehen. Die brauchen auch richtig geistige Auslastung. Bleib. Okay. Bleib. Aha. Sitz. Bleib. Okay. Bleib. Und jetzt? Ja, hat sie gut gemacht jetzt. Super. Darf ich sie noch streicheln? Wenn du dich hinkniest, dann kommen die meistens von selbst an und wollen. Okay. Genau. So, komm, wir bewegen uns auch ein bisschen. Wessen Hund? Wessen Aufgabe war das heute? Lili, komm her. Wie sorgst du eigentlich dafür, dass die sich alle gut verstehen, die Hunde? Wir machen so immer für den Neuen einen Probetag. Ich kann dann direkt sehen, okay, würde er gut in die Gruppe reinpassen, würde er nicht so gut in die Gruppe reinpassen. Ich meine, so ein Hund, der jetzt überhaupt nicht hört oder überhaupt nicht auf seinen Namen nicht mal reagiert, ist halt schwierig, denn hier sozusagen im Gespräch mit ihm zu bleiben, außer dass wir den nur an der Leine nehmen müssen. Was ich jetzt meinte, jetzt ist Pico, kann halt mit seiner Energie nicht so richtig umgehen, dann bedrängt er halt Lucky und dafür muss er an der Leine. Lucky, alles okay. So ein Verhalten werden wir nicht dulden. Nimmst du eigentlich auch Listenhunde? Darf ich im Prinzip nicht. Man darf nur mit maximal zwei anderen Hunden laufen. Ja. Und ich hätte damit kein Problem, den auch zu nehmen. Listenhunde sind genauso wie andere Hunde. Mein Kollege Robin hat übrigens schon mal mit Listenhunden gedreht. Das Video findet ihr hier auf dem i. Jetzt, nach der kurzen Zeit, sind mir die Hunde ja schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Das ist auch sehr wichtig hier, dass wir auch nicht nur sozusagen Regel, sondern auch mal Zeit für uns haben. Und jetzt machen alle mit. Oh. So eine Portion Hund am Tag und ist schon schön. Das ist auch sehr schön und das erdet halt die Hunde. Du hattest ja früher auch einen Hund. Genau. Gibt es einen Grund dafür, dass du dich jetzt dagegen entschieden hast, den wieder einen eigenen Hund zu holen? Dadurch, dass ich halt so viele Hunde um mich herum habe, jetzt habe ich mich mit diesem Thema noch nicht mal auseinandergesetzt. Hund heißt auch sehr viel Verantwortung, sehr viel vorausschauend planen. Hey, komm. Und man muss halt auch, man kann nicht mehr spontan sein, so, wenn man einen Hund hat. Und ich glaube, das habe ich auch mal genossen nach dieser Zeit. Wieder wichtig, dass nicht alle so, okay, wir steigen jetzt alle wieder ins Auto, sondern alle wieder einzeln, alle nacheinander. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg und schönen Tag euch noch. Vielen Dank, Lian. Ja. Ciao. Ciao. Alex, zum Teil sind die Hunde dann ja bis zu 3 Stunden im Auto gewesen heute. Wie ist das für die? Das ist sehr entspannt. Entweder sitzen die zu Hause auf der Couch oder hier auf der Couch sozusagen, ist für die egal. Ja, das sind echt entspannt. Jetzt am Ende muss man die noch zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wirklich? Das zählst du genau mal durch? Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass einer sich halt versteckt im Wald. 7, 8, 9, 10, 11. Und jetzt bin ich befreit. Okay. Es gibt ja auch Hunde, die können dann ja ab einem gewissen Alter auch allein zu Hause bleiben den Tag über, wenn du morgens gut spazieren gehst und abends, aber oder? Aber den ganzen Tag auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Egal, aber was für einen Hund du hast. 4 Stunden, 4 bis 5 finde ich okay. Alles, was drüber ist, braucht man keinen Hund. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Gut. Na, Donnerstag kommt er wieder. Ich bin so um 7:45 da. Dann? Keiner schlafen jetzt. Ja. Gut. Ciao. Gerne. Tschüss. Ja, kannst du dir vorstellen, den Job ein Leben lang zu machen? Nicht in den Ausmaßen, wo ich jeden Tag im Wald gehe, aber sondern ich werde mein Leben lang mit Hunden zu tun haben. Das ist ja klar und das ist halt genau, was mir Spaß macht. Ja, also absolut, das merkt man auch, dass das deine Leidenschaft ist. Ja, und okay. Vielleicht überlegst du dir auch einen Hund zu holen in Hamburg. Das ist toll, aber wir brauchen so viel Zeit und ich habe das Gefühl, dafür bin ich zu viel unterwegs. Lieber dreimal mehr überlegen, als einfach so eine Entscheidung zu treffen und dann sozusagen nicht dem Hund gerecht zu sein. Ja. Ja. Okay. Danke dir, Alex. Na dann, danke hat auch. Hat sehr Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Fand ich auch. Cool. Ciao. Ciao. Ich finde es so cool, dass Alex einfach irgendwann mal spazieren gegangen ist und dann daraus diese Idee entstanden ist. Jetzt hat er Mitarbeiter, macht das super professionell, geht total gut mit den Hunden um und ich habe auch ganz viel für mich gelernt, für den Umgang mit Hunden. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Job, der stressig sein kann, aber auch total schön. Ich hatte auf jeden Fall voll Spaß und ich weiß, wenn ich einen Hund hätte, der wäre in richtig guten Händen bei Alex.
Fändet ihr es auch total schön, von so vielen Hunden umgeben zu sein? Oder wäre das gar nichts für euch? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Und lasst uns gerne ein Abo da. In diesem Video hier hat mein Kollege Robin einen Gnadenhof für Listenhunde besucht. Und in diesem Video haben unsere KollegInnen von Auf Klo Vanessa getroffen. Sie hat einen Assistenzhund. Und was das für sie im Alltag bedeutet und wie er ihr da auch hilft, das seht ihr hier.